Und damit herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast. Ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Zum einen haben wir die Bienen erweitert, verschönert, wie man es auch nennen möchte. Da könnten wir jetzt mal ganz kurz eben nachschauen. Oh, die sind noch am Fliegen. Gut, die sind aber fast durch. Das heißt also, da schauen wir gleich auf jeden Fall nochmal rein. So, dann gehen wir mal ganz kurz runter. Laden unser Jetpack auf. Ja, ich habe gefragt, ob ich die Query laufen lassen soll und viele haben gesagt, halt, Moment. Nein, das haben sie natürlich nicht gesagt. Haben gesagt, ja, mach das. Und deswegen habe ich es einfach mal laufen lassen, so ein kleines bisschen. Und hoffe, dass wir dadurch definitiv jetzt etwas schneller an Rohstoffen kommen oder bekommen werden. Ich habe jetzt nicht so viel durchlaufen lassen, sondern nur so ein kleines bisschen. Aber ich denke, das reicht dann auch schon. So, wir können ja gleich mal gucken, was die Query dann so gesammelt hat. Ich habe auch noch nicht so wirklich reingeguckt. Also ich habe zwischenzeitlich mal reingeguckt, da war schon ziemlich viel Holz drin. Mal schauen, wie viel Holz jetzt drin ist gleich. Jetpack ist auch wieder voll, wunderbar. Und zwar haben wir beim letzten Mal auch noch etwas Eisen gesucht, weil wir Eisen brauchten. Und ich habe mir nochmal die Rezepte auch hier für den Thermalgenerator angeguckt und musste doch feststellen, wir werden auf jeden Fall noch etwas Refined Iron brauchen, wir werden noch etwas Harden Glas brauchen. Wobei, apropos Harden Glas, da könnte ich schon mal das Obsidian für vorbereiten. Ich habe mir so die Rezepte schon so ein bisschen angeguckt. Ich hoffe, ich erinnere mich an alles, was ich brauchen werde. Ich werde auch... da muss ich ein bisschen sparen. Ich kann nicht alles Eisen einschmelzen, denn ich werde... Ich überlege gerade, wie viel brauche ich denn? Ich werde noch einiges an Dings brauchen. An Dings ist gut. An Inverplates. Ich glaube, das war das komplette Nickel, was ich hatte. Müsste ich einarbeiten. Das heißt also, 28 bräuchte ich dann. 28. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, 14 Nickel heißt also 28 Iron. Das bräuchte ich. Das lege ich mal hier dazu. Das müssen wir dann in Ingwer-Barren machen, weil wir Ingwer-Plates brauchen für den guten Thermalgenerator. Und wir brauchen sonst erstmal nichts, glaube ich. Gut, schauen wir jetzt mal bei den Bienen vorbei. Jetzt dürften sie doch eigentlich fertig sein. Oh, wir haben eine Cultivated Princess. Wie cool ist das denn? Haben wir noch eine Common Drone. Wunderbar. Dann können wir die Cultivated Princess mit einer Common Drone kreuzen und die Common Princess wieder mit einer Marble. Die Meadows Princess mit einer Marshy. Die Kuh nehme ich mal mit raus. Haben wir hier noch irgendwelche drin? Hier haben wir noch welche drin. Und die Tropical lasse ich natürlich ganz unberührt. Gut. Schnell wieder nach Hause. Ich möchte mir auch noch die Bienenkiste bauen. Dafür brauche ich aber noch einen weiteren Honeycomb. Ich hoffe, den kriegen wir vielleicht heute noch. Ansonsten beim nächsten Mal. Ja, was ich noch brauchen werde, ist eine ganze Menge Copper und Redstone. Halt, ich muss noch ganz kurz was anderes gucken. Haben wir noch Copper Dust zufällig? Ja, Copper Dust haben wir auch noch. Dann lassen wir das nämlich schon mal mit durchschmelzen. Denn davon werden wir auch noch eine ganze Menge brauchen. So, jetzt aber erstmal zur Query. Einmal kurz geschaut, wie es dort ausschaut. Huch, da haben wir ein bisschen Schaden bekommen. So, einmal hier hoch. Und zur Query schauen. Das wird wahrscheinlich doch ein kleiner Schock. Ja, alter Schwede, wie viel... Holz ist das denn bitte schön mittlerweile geworden? Auch Sticks werden wir ja in nächster Kürze nicht gebrauchen. Oh, hier ist noch Copper. Das nehme ich schon mal mit. Der Design nehmen wir uns oder stecken wir uns schon mal etwas Holz ein. Wahnsinn. Und Sticks werde ich mir auch mal einstecken. So, den Rest lasse ich jetzt erstmal hier drin liegen.
den werden wir uns dann ja holen, wenn wir ihn brauchen können oder brauchen werden. So, wieder zurück zu Hause werden wir das Kopper nochmal ganz kurz einschmelzen. Und beziehungsweise natürlich erst Mercerate'n und dann einschmelzen. Und das ganze Holz lege ich mal hier in das oder in die Kiste hier rein. So. Und dann lege ich die Sticks jetzt auch einfach mal zu. Falls wir da was von brauchen werden, können wir das hier uns ganz einfach dann holen. So, was machen wir jetzt als nächstes? Ich habe mir vorgestellt, wir gehen mal einfach ein bisschen auf Mining-Tour. Die Quarry ist leider noch nicht ganz so weit, deswegen, weil wir auch noch ziemlich viele Rohstoffe gebrauchen tun, werde ich jetzt einfach mal etwas minen gehen und mir so Sachen wie, natürlich nicht abstürzen, wie Eisen und Copper und Redstone einfach mal so auf Vorrat hier legen. Ich hätte mir aber noch ein paar Fackeln machen sollen. So, dafür, gehe ich nochmal ganz kurz zurück nach Hause. So, da sind wir schon wieder. Gehe nochmal ganz kurz nach unten. Sticks haben wir jetzt ja in Massen. Nur die Frage ist, haben wir noch... Ach, ich habe ja Sticks mitgenommen. Ich hält. Ist die Frage, haben wir noch ein bisschen Kohle? Ja, Kohle haben wir auch noch ein bisschen. Das heißt also, stickmäßig sollte es kein Problem werden. Restkohle nehme ich mir noch mit, falls wir noch unterwegs welche machen wollen. Und eventuell... Nee, ich schlag die raus, ist kein Problem. Gut, dann haben wir es ja soweit. Nehmen unseren Wand mit. So, die Zombie lassen wir da schön in Ruhe. So, dann gehen wir mal gucken. Wir brauchen Redstone auf jeden Fall. Da bin ich hier unten ja eigentlich auf der perfekten Ebene. Huch, komplett in Eisen gerüstete Zombie. Na, was möchtest du denn von uns? Möchtest du etwas haben? Oh, der hält aber einiges an Schlägen aus mit der Rüstung. Nicht schlecht, Herr Specht. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Und zwar Eisen... Ah, oh, erschreckten die mich wieder. Kommen schon wieder die ganzen Creeper an. Mann, oh Mann, oh Mann. So, Eisen, Lapis nehme ich auch mal mit. Ich glaube, wir haben so viel Lapis, haben wir noch gar nicht. Tungsten? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass wir das haben. Nehme ich auch mit. Und hier ist Gold. Oh, ich sollte mal das Wasser da oben abschalten. Dafür nehme ich mir gleich mal ein bisschen... weiß, kommt ganz gut gerade. Falls hier gerade irgendwie Lava kommt, haben wir wenigstens schwimm gegen die Strömung an. Ah, etwas Wasser. So, nee, das Gold hole ich mir jetzt auch schnell. So, dafür klemme ich das jetzt nicht extra noch ab. Da ist noch ein bisschen was. Ich weiß, ihr seht gerade wenig bis gar nichts. Jetzt seht ihr wieder was. Das sollte jetzt gleich schön einschmelzen. So, das haben wir noch gerettet. Oh, Luft bräuchten wir vielleicht. Okay, das eine Eisen lasse ich da jetzt einfach unten mal liegen. Hm, da ist Redstone. So, mal ganz kurz hier so rüber geflogen. Und das Wasser da gleich ganz kurz lahmgelegt. Natürlich erst ein bisschen ausleuchten. Wo haben wir denn hier Cobblestone? Da habe ich Cobblestone. So. Und Wasser weg. Wunderbar. Da ist ein Skeleton King hier. Komm her. Huch. Da, komm, spring in die Lava. Freiwillig. Zack, weg ist er. Wunderbar. Uah. Hätten wir fast doch in die Lava nochmal Platz genommen. So, jetzt hier ein bisschen zugebaut, damit das Redstone nicht uns in die Lava fällt. So. Und eventuell noch die Reihe hier. So, das sieht doch gut aus. Das reicht doch schon fast. Redstone wird mitgenommen.
Dann, wie gesagt, brauche ich auch noch ein bisschen Copper. Mal schauen, ob wir das auch noch gleich finden und auftreiben können. Da haben wir noch Gold. Und hier ist auch noch Redstone, aber das ist genau über der Lava. Da werde ich mich dann gleich hinbauen. So. So, Gold wird natürlich mitgenommen. Das kann noch Diamanten geben oder Eisen. Je nachdem, was wir gerade brauchen. Und ich glaube, wir haben kein Cobblestone mehr. Hier ist aber noch einiges an Erzen. Oh, hier sind nur noch rote Kristalle. Die nehme ich auch natürlich liebend gerne mit. Die Feuercharts nehme ich noch mit. Na, Nikolit brauche ich nicht wirklich. So, wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben fast gar keinen Kabel mehr. Hätte ich mir noch ein bisschen oder ein Stack Kabel mitnehmen sollen. Oh, so kommt man hier auch relativ leicht rüber zum nächsten Redstone-Lager. Oh, hier geht's auch noch weiter. Interessant, interessant. Das eine Redstone, will ich mir das noch mitnehmen oder will ich das nicht mitnehmen? Uah, in die Lava tauchen. Wollen wir Wasser, wollen wir Wasser, wollen wir Wasser? Wir haben kein Wasser mehr hier, ne? Ja, es war super klug, aber ich glaube nicht, dass ich sterbe. Ich hoffe es zumindest nicht. Ich warte mal ab. Eigentlich sollte es reichen. Die Rüstung sollte eigentlich genügend absorbieren, okay. Puh, war doch keine gute Idee. Dann lasse ich das letzte Redstone da jetzt einfach mal so liegen. Hier haben wir noch ein paar Earth Shards. Sollte mir echt mal wieder angewöhnen, einen Wassereimer mitzunehmen. Das ist immer eine gute Überlebensstrategie, sage ich mal. Ja, die heutige Folge wird dann wirklich fast nur ausschließlich Mining sein. Also für diejenigen, die vielleicht noch vermuten, dass ich was anderes mache. Eventuell zum Schluss, wer weiß. Aber eigentlich größtenteils nur Mining. Einfach mal so als Folge nebenbei, damit wir nicht jedes Mal minen gehen müssen. Weil Kohle brauche ich nun wirklich gerade nicht. Das auch nicht. Die Charts, die sollten wir aber schon mitnehmen, wenn wir die schon gerade sehen. Genauso wie die hier. Da können wir noch auf jeden Fall was mit anfangen. Ja, nicht in die Lava. Ich hatte doch gerade noch etwas Gold gesehen. Da muss ich leider mal ganz kurz gucken. Ein Zombie. So, spring in die Lava. Da kannst du ruhig bleiben. So, hier ist noch Tungsten. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Da hinten war, glaube ich, das Gold, ne? Nee, irgendwie auch nicht. Na gut, was soll's. Ach, schon wieder in die Lava gesprungen. Ja, heute, was haben wir dann heute mit dem Jetpack? Zum Glück ist hier gerade Wasser. Laufen wir in diese Richtung. Und dann müssen wir uns gleich mal wieder ein bisschen höher graben, damit wir auch Copper finden können. Denn Copper hier gibt es leider nur, ich glaube, in Ebenenbereiche 50 oder so. Muss ich mal schauen. Bin mir nicht ganz sicher. Ist aber gerade noch so viel. Oh, Zinn, stimmt. Zinn könnte ich auch mitnehmen. Zinn haben wir auch nicht mehr so viel. Ich glaube, wir brauchen nämlich noch eine ganze Menge Zinnzellen und so. Und hier kriegt man ja bloß 4 Stück. Wäre es auf jeden Fall nicht verkehrt, auch Zinn mitzunehmen. Aluminium brauchen wir nun wirklich nicht. Da sind noch ein paar Charts. Und dann werde ich sagen, graben wir uns mal ein bisschen hoch, dass wir auf die richtige Ebene kommen. So, machen wir es einfach mal so. Und dann nehmen wir einfach den Wand. Das geht fixer. 20, 30, 40, 50. 50 gut. Ah, 50 sollte gut sein. Zack. Und dann haben wir doch hier einen Tunnel. Wunderbar. Und dann werden wir so ein bisschen Strip Mining hier auf der Ebene noch, bis wir vielleicht noch eine Cave oder so finden, betreiben. Huch. Ja, da haben wir auch schon eine Cave. Das habe ich natürlich total so geplant. Oh, eigentlich nicht schlecht, ne? Habe ich doch super hinbekommen. Dann werden wir mal gucken, dass wir hier etwas Copper uns besorgen.
Wahrscheinlich kommen hier eh gleich wieder 20.000 Creeper und springen uns erstmal in die Luft. Haben wir keinen Platz mehr? Ich merk's gerade, wir haben keinen Platz mehr. Was können wir da noch eventuell wegschmeißen? Irgendwie gerade nichts. So, mal gucken. Copper. Hier ist Copper. Wunderbar. Jetzt haben wir bloß keinen Platz mehr für Copper wahrscheinlich, ne? Drei Fackeln können wir noch stacken. Das wäre auf jeden Fall was. Dafür können wir dann das Copper mitnehmen. Die Kristalle haben wir noch, also können wir die auch ruhig einsammeln. Da brauchen wir keinen extra Stackplatz für. Da kommen schon wieder zwei Skelette an. Die lassen wir einfach mal in Ruhe. Wir haben hier noch andere Bereiche, wo wir lang gehen können. Hier ist Zinn eine ganze Menge. Die hole ich mir auf jeden Fall aus der Wand raus. Zack, Amber kann liegen bleiben. Nicht so interessant. Ja, was kann ich euch noch für eine schöne Geschichte erzählen? Momentan sind wir auf dem Server ziemlich, oder sind die Leute ziemlich fleißig am Bauen. Schauen auch schon sehr viele schöne Gebäude, oder die Gebäude schauen schon ziemlich schön aus, die gebaut werden. Und vielleicht mache ich nochmal so ein kleines Let's Show oder so. Mal gucken. Je nachdem, wie die Zeit ist oder reicht. Na gut, dann müssen wir halt doch hier lang. Wenn ihr mir hier den Weg versperren wollt, müsst ihr sterben. Es wird auch wahrscheinlich demnächst auch nochmal ein paar andere Videos zu was anderem geben. Also sprich zum Server, so meine ich das jetzt. Wie zum Beispiel dem Energiesystem, wie man das verwendet. Ist vielleicht für die nur die Let's Play-Zuschauer vielleicht nicht ganz so interessant, aber das muss auch mal gemacht werden. Da ist noch Copper, wunderbar. Copper brauche ich jetzt leider. Nützt ja alles nichts. Und dann denke ich, oh, hier geht's runter. Das war jetzt aber mehr bugmäßig gesehen als wirklich entdeckt, aber was soll's, wurde leider so angezeigt, dann werde ich es jetzt auch nutzen. What the fuck, ein Skelett in komplett rot, rot sei schon, in komplett gold. Wie komme ich jetzt auf rot? Drei Skelette, what the fuck. Ach, ein Skelett-Spawner, noch viel besser. Oh, mit ganz vielen Skeletten. Scheiße, schnell weg hier. Verdammt, dafür brauche ich aber ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Leben. Eventuell nehme ich den Wand hier, dann können wir den noch aufbrauchen. Ah! Wie klug sind die denn bitte schon gerade? Lasst mich in Ruhe! Verdammt! Ah, da ist noch ein Creeper. Und noch ein Zombie. Ich brauche mal... Aua, noch... Oh, das gibt's doch gar nicht. Jetzt schießen die mich auch noch gleich tot, oder was? So. Oh Mann, wie ich durchfeilt bin. Wo sind meine? Da sind meine Fackeln. Wir haben es überlebt, Keine Angst, wir haben es geschafft. Die kommen gegen die Strömung, denke ich, nicht an. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Building Blocks. Wie zum Beispiel die hier. Die Pfeile brauche ich jetzt nicht. Hier kommt auch gerade nichts an. Spannend, spannend. So, und zwar rennen wir da jetzt einfach schnell rein und machen das, den hier und machen dann den hier. So, jetzt könnt ihr mich mal mehr oder weniger... What the fuck, was haben die denn hier gemacht? Schusstraining oder was? Lol. So, Fackeln, das sollte reichen vom Lichtlevel her. Was haben wir denn hier Feines drin? Flame... Gunpowder, Strings, etwas Iron. Und hier haben wir Sharpness, etwas Redstone, Eimer, Zinnhammer, Weed, Gunpowder. Okay, ich würde sagen, das Zinn nehme ich auf jeden Fall mit. Den Bucket weiß ich noch nicht. Haben wir gerade so viel Sachen dabei. Was ich machen könnte, ist, ich mache mal hier einen Marker. Wir haben schon ziemlich viele. Spawner, Skill für Skelett, dann, zack, dann komme ich später nochmal wieder. Oh, den Minimum Stone Chart packe ich einfach mal so rein.
Die Pfeile auch. Können wir auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. So. Dann gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Hier geht es aber schon fast zu tief. Weil hier gibt es fast kein Copper. Das ist ein bisschen blöd. Ist hier eine Cave? Na, eine dicke Cave fast. Bisschen erstmal ausleuchten, aber auch hier kein Kupfer. Und hier geht's schon wieder runter. Das will ich ja eigentlich nicht. Ich will ja oben bleiben, um Kupfer zu sammeln. Hier haben wir noch Zinn. Nehmen wir Zinn mit. Zinn brauchen wir auch. So. Zinn. Na gut, dann laufe ich gleich wieder erstmal hoch. Weil, was nützt mir das hier? Das Gold? Ne, Eisen. Na gut, okay. Sammle ich das Eisen noch schnell ein. Ich weiß, ich habe so viele Sachen schon liegen lassen jetzt gerade wieder. Aber die Zeit reicht einfach dafür nicht aus, wirklich hier alles mitzunehmen. Ich werde nur das Sinnvollste und Wichtigste jetzt noch mitnehmen. Damit wir auch noch wieder zurückfinden. So, gucken wir hier nochmal. Dass wir das hier mitnehmen. So, und hier nehmen wir doch die schnell mit. Wie viel Kupfer haben wir dann geschafft? 10. Das ist ja mal gar nichts an Kupfer. Aber wenigstens haben wir da ein bisschen Zinn mehr mitgesammelt. So, nehme ich das restliche Zinn jetzt hier auch noch mit. Und dann würde ich mal sagen, suchen wir uns jetzt einen Weg nach draußen. Einfach so hoch wie wir kommen und dann graben wir uns einfach raus. Ah ja, du willst gerade explodieren. Da kommt noch ein Zombie an. Noch einer, der explodieren wollte, ganz schnell und unbedingt. Naja, was soll's. Hacken wir halt Holz, ne? Ich glaube, hier kommen wir nicht sonst so weit raus. Das heißt also, ich nehme das Eisen hier mit. Und dann werde ich mich nach oben graben. Gucken aber noch mal ganz kurz hier, ob wir vielleicht noch ein bisschen Kupfer finden. Sieht es gerade so aus, als wenn es hier rausgeht. Okay. Dann ist hier jetzt aber Schluss. Wunderbar. Dafür nehmen wir aber den Wand. Das geht nämlich schneller. Und wir kommen hier genau über einen Vulkan raus. Das ist nicht so gut. Ich fliege mal ein bisschen hier vom Vulkan weg. Und dann lasst uns mal hier rausgraben. Da war schon die Gravel-Falle. So. Zack, da geht's jetzt raus so langsam. Und da sind wir draußen. Wunderbar. Und das Loch machen wir jetzt hier noch ganz kurz zu. So. Jetzt bauen wir uns hier noch ein bisschen Gras, wollte ich sagen, ab. Haben wir aber auch gar nicht. Machen wir es einfach so zu, dann wissen wir, da ist nicht unser Zuhause. So, wo geht's hin? Da in die Richtung. Wo ist denn hier? Irgendwo in der Richtung müsste das sein. Hier schaut's gut aus. Huch. Da hat man mal ganz kurz den Lavasee gesehen. Gucken wir mal, die Bienen fliegen auf jeden Fall noch umher. Die sind auf jeden Fall fertig. Common und Cultivated. Dann schließen wir die doch einfach wieder zusammen. Verdammt. Ich hätte vielleicht erst die Sachen reinbringen sollen. Schmeiße ich mal ganz kurz die Knochen hier weg. Ich springe mal ganz kurz die Sachen rein und dann kümmere ich mich nochmal um die Bienen. Und zwar können wir erstmal ganz kurz die Sachen hier auslagern. Das ist relativ einfach. Das kann weg. Huch. Copper. Brauchen wir noch. So, brauchen wir hier irgendwas von nicht. Das Tungsten tue ich hier noch rein. Tungsten haben wir übrigens doch schon gefunden. Okay. Wunderbar. Redstone haben wir jetzt auch wieder ein kleines bisschen. Und dann machen wir jetzt hier mal schnell mit den Bienen weiter. Common. Marble. Common nehmen wir hier mal mit. Und hier ist eine Meadows Common. Honey. Honey. Und die sind noch am Gang. Wunderbar. Das klappt ja jetzt hier wie am Schnürchen. So langsam kriegen wir die Bienen hochgezüchtet.
Honig haben wir auch genug. Das heißt, eigentlich könnten wir gleich mal eben kurz die Kiste dafür bauen. Und zwar, wenn wir uns hier ein bisschen Holz besorgen. 8 Stück reicht ja vollkommen aus. Die hier hinsetzen. Nee. War das so? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob das so war. Und etwas Glas drüber. Ja, dann war es so rum, glaube ich. Genau, dann haben wir hier diese Apiaries Chest. Und die setze ich jetzt mal so lange hier hin. Und dann können wir eigentlich alle Bienen, die wir hier so haben gerade, nehmen und hier einfach reinschmeißen. So. Und die restlichen Bienen nehmen wir jetzt auch noch raus. Und tun die hier auch so weit rein. Da ist noch eine, da ist noch eine. Wunderbar. Was wir jetzt als nächstes machen ist zum Beispiel... Hä? Ach, da habe ich Copper Dust reingeschmissen. Das ist natürlich klasse. Kein Wunder, warum der das nicht macht. Copper brauchen wir, Zinn brauchen wir als nächstes. Machen wir so, dann Eisen, Gold und Ferris. So, die machen wir dann als nächstes. Da haben wir schon mal 8 von. Und davon brauchen wir dann 4. Die packe ich jetzt mal hier rein, um das Hardenglas schon mal fertig zu machen. Dann als nächstes müssen wir hier weitermachen mit Eisen. So, mit Eisen. Ich baue jetzt noch hier so ein bisschen vor mich hin. Also sprich, die einzelnen Teile fertig. Als nächstes brauche ich eine ganze Menge Glas. Ich weiß nicht, ob wir mit 18 auskommen. Das ist auf jeden Fall... Ja, sollten wir auskommen, oder? Nein, kommen wir nicht mit aus. Das heißt also, ich müsste auch noch ein bisschen Sand farmen. Wenn wir gerade schon mal so in diesem Farmtrott sind. Machen wir das doch auch gerade eben ganz kurz schnell noch etwas Sand dazu. Ich werde vielleicht bis zum nächsten Mal noch ein bisschen die Quarry laufen lassen, sodass er wenigstens den gesamten Hügel schon mal anfangen kann zu malträtieren. Und dass wir da schon mal dann so langsam endlich auf Rohstoffe hoffen können. Ich denke, ist nicht ganz verkehrt. Seht ihr wahrscheinlich auch so. Wenn nicht, dann schreibt es mir natürlich in die Kommentare. So, und dann denke ich mal, war es erstmal fürs Erste die letzte, die letzte Mining-Tour, die wir so gemacht haben. Wenn ihr speziell nochmal Mining-Touren sehen wollt oder Erkundungstouren, Welterkundungstouren, dann sagt natürlich Bescheid. Dann werde ich das mit einfließen lassen. So, da kann dann auf jeden Fall Sand durch. Einfach mal Glas ohne Ende. So, hier haben wir noch Zinn. Ach, so wollte ich das natürlich nicht haben. Die könnten wir im Prinzip auch schon einfach mal umwandeln. Die 28 Stück. So. Und so. Haben wir 42. Da brauchen wir die Barrenform auch von. Die können wir auch schon mal durchlaufen lassen. So, Zinn kann ich ganz kurz schon mal aufbrauchen. Ich glaube, hier oben ist auch noch ein bisschen Zinn. War hier nicht? Hier ist nur ein Zinn. Huch, wo haben wir das ganze Zinn denn hingepackt? Weiß ich auch nicht. Hm. Haben wir das hier noch? Zinn-Ingots. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal wieder anderes Zinn. Naja, egal, was soll's. Und zwar... 2. Das reicht jetzt für... Lass mal ganz kurz gucken. Für 8 brauchen wir das. Also so viel ungefähr. Wunderbar. Das sollten jetzt alle Zellen sein. Warum 8? Weiß ich auch nicht. Ich brauche bloß 6, ne? Die sind ja schon umgewandelt. Ja. Okay, kein Problem. Dann haben wir halt 2 zu viele gemacht. Ist auch nicht ganz so schlimm. Und hier unten kommt Refined Iron rein. Nein, halt. Ach, das sind hier noch die Eisenofen. Nein, ich brauche ja
Generatoren da erst von. Das wäre ja dann schon der geothermale Generator. Macht natürlich Sinn, ne? Das heißt, hier kann ich das schon mal soweit sammeln oder das Rezept schon mal drin machen. Die müssen wir dann beim nächsten Mal noch umwandeln. Erst natürlich in Generatoren. Und dann können wir das hier machen mit den geothermalen Generatoren. Ich war schon einen Schritt weiter. Das ist natürlich verkehrt. So, das Rezept haben wir schon mal soweit fertig. Und ja, was wir noch machen müssen, ist hier den Raum verschönern. Das mache ich jetzt auch nochmal ganz kurz schnell. Ich dachte, wir hätten das schon gemacht. Ist mir eigentlich jetzt aufgefallen bei den letzten Mal, als ich die Videos durchgeguckt hatte. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir das... nee, die wollte ich jetzt eigentlich nicht bauen. Obwohl, komm, lass uns die zu Ende bauen, dann ist auch gut. Und dann werden wir ganz kurz hier schnell den Raum noch zu Ende bauen. So, das geht ja recht fix hier. So, so, so. Das hier noch zu Ende gebaut und gut ist. Und dann hier noch die letzten Dinger verziert. Dann ist der Raum hier auch complete. Die können hier noch wieder dazu. Wunderbar. Das Copper und das nehme ich mir noch mit nach oben. Und den Rest nehme ich auch mit nach oben. Dann haben wir es eigentlich soweit geschafft für diese Folge. Haben etliches wieder an Rohstoffen gesammelt. Das letzte Mal habe ich hier hingepackt. Das brauche ich beim nächsten Mal auf jeden Fall. Und dann habe ich erstmal alles, denke ich, was ich gebrauchen kann. Sortiere noch ein bisschen gerade hier um und aus. Mal gucken, wie viel Cobblestone ich hier noch loswerden kann. Nicht mehr so viel. Gut. Ich denke, das war's erstmal für die heutige Folge. Ist schon lang genug geworden. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.